schießen. Esse, atme und rieche Diskuswerfen, ja. Also ich lebe den Sport wirklich und ich liebe das auch total, was ich mache. Keine Frage, Julia Fischer liebt diesen Sport, vor allem ihn, den Diskus. 1 Kilogramm schwer und neben Freund und Olympiasieger Robert Harting der Mittelpunkt im Leben der 24-Jährigen. Ich will natürlich auch erfolgreich sein, ne? Und das ist auch immer wieder so eine Motivation, immer besser zu werden und irgendwann will ich die Beste sein. Als 12-jähriges Mädchen wird die spätere Top-Athletin beim Mehrkampf von Werner Goldmann entdeckt. Kein Wunder, schon damals überragte die heute 1,92 Meter große Athletin die meisten ihrer Gegnerinnen. Aber auch im Alltag ist sie anders, haut nicht jedes Wochenende auf den Putz oder lässt sich etwa gehen. Also ich habe mich immer als extrem gesegnet gefühlt, dass ich die Möglichkeit habe, sowas zu machen, weil das Sportlerleben ist ein ganz, ganz spannendes und ein ganz schönes. Und die Emotionen, die man da hat, die hat, glaube ich, ein normaler Jugendlicher nicht so. Mittlerweile trainiert die für den SCC startende Werferin nach 11 Jahren mit einem neuen Coach. Thorsten Schmidt soll die U18-Weltmeisterin von 2007 und U23-Europameisterin von 2011 endlich zur großen Medaille führen. Am liebsten natürlich bei den Olympischen Spielen in Rio. Und ich weiß, dass ich das vom Leistungsvermögen auf jeden Fall drauf habe. Und das sind jetzt genau die 2 Jahre, wo es gilt, dieses Ziel zu verfolgen. Also das habe ich auch langfristig jeden Tag vor Augen. Neben dem Sport dreht es sich privat eher selten um den Diskus. Viel eher wird das Private genossen, was bei Roberts Medienpräsenz oft schwerfällt. Trotzdem, Julia schaut auf sich, obwohl eine Kleinigkeit stets im Kopf hängen bleibt. Das Einzige, was manchmal ist, wo ich mir so denke, verdammt, ich will auch so weit werfen, weißt du? Also das ist das Einzige, wo es irgendwie... was für mich so ein Thema ist. Julia Fischer, nicht nur die Freundin von Robert Harting, sie ist selbst Top-Athletin, hat in Zukunft Großes vor und ist mit ihren 24 Jahren noch lange nicht am Ziel.